Hot lever? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Amnesia Folge 22. Jedes Mal spricht er hier, wer ich? Ich bin Heinrich Cornelius Agrippa. Ich war einmal eine wichtige Persönlichkeit, weißt du? Baron Alexander hält meine Seele seit Jahren in diesem tollen, toten Hülle gefangen. Wer weiß, wie viele Hunderte, vermute ich. Okay. Jetzt hör bitte auf, mit mir zu reden. Ich möchte jetzt hier, alles durchsuchen. Es kann hier aus nicht geöffnet werden. Von hier aus, okay. Und das hier dann sehr wahrscheinlich auch nicht. Alles klar. Dann gehen wir mal... Oh, das sieht gefährlich aus. Ich guck nochmal da hinten, ob ich da was übersehen habe. Wie läuft es? Ich bin da in Hinsicht beeindruckt, aber er ist ungeduldig geworden. Ich muss doch bestimmt hier irgendwie hochkommen, oder? Es läuft da nicht weiter. Wisse? Gucken, ob ich hier eine Kiste nehmen kann. Und dann gehen wir mal hier. Mal weiter gucken. Nehmen wir die nächste Kiste hier. Aha. Da haben wir schon einen Teil. So, jetzt geht's hier nicht weiter. Okay. Aber wir haben zumindest schon mal das Zahnrad da hochgeschoben und jetzt gucken wir mal, was wir hier in diesen Räumchen machen können. Mal gucken, was finden wir denn hier? Eine Zünderbuchse. Und hier liegt wieder Blut rum. Oh, das ist eine... Arrestzelle, würde ich das mal nennen. Mit einem Rohr drin. Ist das zum... Ich will jetzt nicht wissen, wofür das ist. Ich höre eine Kinderstimme. Okay, schauen wir mal weiter, was wir da hinten haben. Da hinten haben wir sehr wahrscheinlich auch noch irgendwelche Zellen. Blut verschmiert. Lampe muss ich ja wohl nicht anmachen. Wofür auch? Okay. Oh, ich habe die ganze Zeit die blöde Lampe an. Dämlack. Ja. Wir können da hochgehen. Wir können aber jetzt auch vielleicht erstmal hier durch. Oder vielleicht gehen wir doch erstmal hoch. Weil da kommen wir nämlich in einen anderen Raum, wo was geladen werden muss. Und das wollen wir. Oder will ich jetzt nicht. Was ist das? Nebel. Irgendein Nebel, der mich erschrecken sollte. Aber da können die lange warten, bis ich mich davon beeindrucken lasse. Hier. Da ist noch eine Zünderbuchse. Okay, weiter auf die andere Seite. Das sieht irgendwie nicht so stabil aus. Das weiß ich. Ich war hier schon einmal. Ich kenne diesen Geschmack, den Geschmack von Damaskusrose, der die Wahrheit im Nebel verdunkelt. Sie haben es vielleicht geschafft, die Erinnerung aus meinem Gedächtnis zu löschen, aber mein Körper erinnert sich noch. Diese Schnittwunden sprechen Bände, auch wenn mein Gedächtnis stillschweigt. Sie werden zurückkommen. Oh, sie werden zurückkommen. Oh, das habe ich auch. Das habe ich ja toll nachgesprochen. Richtig. Wenn ich die Emotionen spüren würde. Okay. Das sieht alles sehr... Was ist das? Fleisch?
Was soll ich denn damit? Okay. Was ist jetzt? Oh mein Gott. Okay. Das sah nicht so gut aus. Ich glaube, jetzt wird es wieder spannend. Okay, wir gehen mal in den Altar. Mal schauen, was wir da finden. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise. Denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Ja. Dann. Hier ist überall Licht an. Das ist, finde ich, schon mal gut. Das Geräusch finde ich nicht gut. Ach du Schande, was ist das denn? Da hinten läuft er. Da hinten läuft er. Okay, 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 okay. Es lässt sich nicht bewegen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Läuft der da hinten immer noch? Der scheint jetzt weg zu sein. Okay, was ist das? Noch etwas weiter. Das ist wie Orpheus, der in die Unterwelt sucht, so etwas zu verbergen. Was meinst du? Das macht nichts. Deine Intuition ist bemerkenswert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Das macht nichts. Es ist schließlich nur ein Mythos. Da läuft er! Das war ganz schön gemein. Ist das denn immer noch der eine? Ich dachte, der war durchgesägt da. Kommt der jetzt hier lang? Der kommt hier lang. Mann, ey, was macht denn der jetzt da? Hör ich den? Da ist er. Ich höre ihn ganz leise. Oh mein Gott. Oh je, 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 je. Schnell weg hier. Hat er dir jetzt die Tür kaputt gemacht? Der kommt! Verdammt nochmal, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich denn da vorbeikommen, bitte? Ja, und jetzt? Kann ich da jetzt nochmal reingehen? Oder nicht? Eine Scheibe frisches Fleisch. Kann ich ihn damit machen? Der sterbende Mann sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weyer. Es wird eine Kugel benötigt, um das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Hä? Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschine. Moment mal. Kugel... Diese Zellen sind für die Gefangenen, die in Behandlung sind. Die Menschen, die du über... Vergiss nicht, die Gefangenschaft selbst ist der Beginn der Folter und du solltest dir keine Kräfte einteilen. Nimm niemanden, bevor er nicht bereit ist. Verstanden. Geräusche von der Folterkammer werden durch diese Rohre in die Decke geleitet. Beaufsichtige dein Opfer gut und lass den Schmerz des einen die anderen in Schrecken versetzen. Was ist das für eine kranke Mist hier? Also Moment mal, da sollen Stücke in den... Ah, war klar, dass die jetzt rausgeht. So. So, da sollen Bruchstücke in den Zellen sein, ja? Dann habe ich doch hier was übersehen, oder? Habe ich hier was übersehen?
Also hier ist auf jeden Fall nichts. Ich mache jetzt hier jede Kammer an. So. Bruchstücke in den Folterzellen. Ist doch wohl eine Folterzelle hier, oder? Oder ist das da hinten eine Folterzelle? Was ist das denn hier? Das kann ich alles nicht benutzen. Jetzt spricht der Kerl wieder mit mir, ne? Das ist auf jeden Fall ein Folterraum. Aber hier finde ich, gibt es nichts zu holen. In den anderen Räumen war auch nichts. Das kann mir keiner erzählen. Warum steht denn das hier so komisch? Ich mach hier jetzt jedes Lichtlein an. Okay, es ist immer noch nichts da. Vielleicht oben. Vielleicht ist oben was. Habe ich da irgendwas übersehen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Bruchstücke. Irgendwelche Bruchstücke. Nein. Okay, weiter. Mal gucken hier. Was gibt's da? Nix. Komm ich hier durch? Ja. Komm da durch. Und hier hat eben doch irgendwas gerappelt, oder? War das nicht in der einen da? In der linken Seite? War das nicht hier drin? Kann ich das aufnehmen? Das ist ja gruselig. Okay, hier ist nichts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal hier rein. In der Hoffnung, dass er jetzt weg ist. Vielleicht muss ich, sobald ich ihn sehe, direkt da durchlaufen. Dass wenn er dann in die Richtung kommt. So, die Tür müsste. Die Tür müsste kaputt sein. So. Er ist gerade nicht da. Gehen wir mal hier entlang. Schauen, was ich hier, ob ich hier durchkomme. Ja. Komme hier durch. Und ich mache die Tür zu. Und hier scheint irgendwas mit Maschinen zu sein. Da ist ein Zettel. Das Ding, ein Eimer Thea. Eine Zünderbuchse. Oh, da geht's noch weiter. Da geht es noch weiter. Kann ich da was mitmachen? Nein. Kann ich hier was mitmachen? Nein. Wir lesen jetzt noch den Brief. 1839. Das Verbannungsritual dauert länger als erwartet und wir müssen tun, was getan werden muss. Ich verbringe meine Zeit damit, den Gefangenen auszuhelfen. In der Nähe dieser degenerierten zu sein, macht mich krank. Sie versuchen nicht einmal ihre Bestrafung mit Würde gegenüberzutreten. Sie verhöhnen mich mit ihren Lügen von Unschuld und ihrem feigen Betteln um Gnade. Was kann ein Mann dazu bringen, sich so weit an der Anmut einer zivilisierten Existenz zu entfernen? Sie sind alle niederträchtige Männer und ich mache mich ständig darauf aufmerksam. Dennoch bin ich Gott dankbar dafür, dass er uns diese Monster schickt, denn sie werden mir als Instrument zu meiner Rettung dienen. Ich versuche, die verschiedenen Werkzeuge in der Folter kann man genauer zu studieren und herauszufinden, wie sie am effektivsten eingesetzt werden. Das letzte Mal ist nicht gut gelaufen und das Resultat litt unter meiner Unerfahrenheit. Wenn das nächste Ritual stattfindet, werde ich vorbereitet sein.
Okay. Dann. Es lässt sich nicht bewegen. Habe ich irgendwas? Es ist aus stabilem Metall und in gutem Zustand. Das bringt nichts. Okay. Wie auch immer. Die Zeit ist mal wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Amnesia Folge 23. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.